Guten Morgen, 7. Dezember. Hallo Freunde des täglichen Aufbauspaßes, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Stefan. Heute ist der 7. Dezember 2021, ergo wir öffnen das 7. Türchen des Lego Star Wars Adventskalenders. Und es ist nicht weit weg, er sitzt hier unten. Und ich bin gespannt, was wir bekommen. Wir hatten bisher erst eine Figur, ich meine es war am 3. Und mal gucken, ob wir nicht langsam mal wieder ein Figürchen bekommen, oder? Das wäre ja ganz schön. Oh nein, wir bekommen keine Figur. Wir bekommen ein... oh, das sieht aus wie ein Landspeeder, nur in Blau. Ich habe die der Mandalorian-Serie zweimal gesehen. Gab es da einen blauen Landspeeder? Man weiß das immer nicht so genau. Vielleicht gibt es auch in den klassischen Filmen nach der fürchterlichen Nachbearbeitung irgendwo einen blauen Landspeeder und ich weiß das nur nicht, weil ich habe die jeweils einmal gesehen und war schockiert, was sie meinen alten Lieblingsfilmen angetan haben. Und ja, habe es dann halt gelassen. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall, heute Morgen gibt es auf jeden Fall was, was uns ein bisschen länger beschäftigt. Hier sind eine Menge kleine Einzelteile. Und man muss auch schon so ein bisschen gucken, wie man es denn zusammensetzen soll. Aber ist doch schön, oder? Wenn es nicht so ratzfatz geht. Ich meine, nicht falsch verstehen. Natürlich sind mir das liebste Figürchen. Ja, worüber reden wir? Und die sind echt ratzfatz zusammengebaut. Aber ich bin auch absolut fein damit, wenn wir... Ich bin noch nicht so ganz schlüssig, ehrlich gesagt. Ich bin absolut fein damit, wenn wir auch mal ein bisschen was zu tun haben. Also, doch, doch, das ist schon okay. So, ein bisschen gerade drücken. Und ich wette mal, auf der anderen Seite machen wir das auch. Das heißt, da ist es dann, ist dann hier die Plate und davor die Teil. Okay. Das passt farblich ziemlich gut zu meinem Pullover. Findet ihr nicht auch dieses Light Bluish Gray und das Hellblau dazu? Wir erkennen hier, haben ja einen gewissen Wiedererkennungswert. So, und ich bin jetzt so ein bisschen außen vor. Das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Plötzlich. Ja. Cool. Ausschlussverfahren. Ich fand eine 2x3 Plate und die ist hier nicht so wirklich super offensichtlich verbaut, aber nur das ist sinnvoll, weil sonst kriegen wir hier überhaupt keine Struktur rein. Und so ist das tatsächlich machbar, was die hier von mir wollen. So, dann haben wir schon mal den oberen Teil. Also ich muss sagen, es ist gar nicht so schlecht. Jetzt fehlt noch der Antrieb hinten. Also der ist aber, glaube ich, auch relativ schnell zusammengesetzt. Aber dass man das aus so wenigen kleinen Teilen zusammenbauen kann, dass das wirklich aussieht wie so ein Landspeeder, das ist schon abgefahren. Also mit sowas kriegen die mich immer, wenn es so... wenn es wirklich einen Wiedererkennungswert hat. Und das wäre für mich auf jeden Fall deutlich mehr Nikolaus gewesen. Aber gut, besser später als nie. Kriegen wir den halt am 7. Der ist cool. Also nicht nur, weil er sich jetzt Chamäleonit meinen Klamotten anpasst, sondern der ist generell cool. Ich weiß nur nicht, wo der in so einer Farbe vorkommt, aber egal. Ach nee, der fällt ja dann über den Boden und nicht quer durch die Luft. Macht auch ein anderes Geräusch, ich weiß. Egal, das war doch ein netter Start in den Tag. So ein Landspeeder geht immer. Da musste ich glatt einmal schneiden, weil ich ein kleines technisches Problem hatte. Passiert. Ich danke euch jedenfalls herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Denkt an Daumen, Abo und Glocke. Und ich wünsche euch einen fantastischen 7. Dezember. Macht's gut.